So, hallo und guten Tag. Ich habe heute mal meine ganzen alten Pakete mal ausgepackt, die so in den letzten Wochen gekommen sind. Und da kam wieder so einiges an Dokumenten zusammen. Also hier ein ganzer Stapel Reisepässe, Ahnenpässe, Familienstammbücher und, und. Ich habe jetzt von den Ausweisdokumenten, die waren seinerzeit so ein bisschen dünner und in Papier gefasst. Vielleicht kennen ja einige von euch noch diese alten Führerscheine. Das sind jetzt Dokumente aus der Zeit des Dritten Reichs. Hier haben wir eine Kennkarte. Eine Kennkarte war so ein Ausweis für den nationalen Bereich. Ja, und im Grunde genommen das, was wir heute als Perso bezeichnen. Geben wir das Dokument nochmal durch, was es dann eigentlich so in Gänze enthält. Das ist also zum einen der Kennort. Das dürfte der Wohnort sein. Heißt ja auch Kennkarte. Also Kennort, warum auch immer man das nicht Wohnort genannt hat. Hier Elrich in Südharz mit einem Stempel eingetragen. Dann darunter die Kennnummer. Das ist dann, ich denke mal, die Ausweisnummer. Ja, also hier dann Groß A und dann folgt eine fünfstellige Zahl. Die Gültigkeit des Ausweises hier datiert bis zum 25. April 46. Dann kommt der Name. Hier ist Köhler zu lesen. Dann kommen die Vornamen, wobei der Rufname unterstrichen wird. Hier haben wir Emil Walter Herrmann. Der ist geboren am 8. Mai 1923. Dann folgt der Geburtsort. Hier lese ich Oppenrode. Ich weiß jetzt nicht, ob es den Ort gibt. Und der Ort liegt im Kreis Grafschaft Hohenstein. Dann folgt nach dem Geburtsort ein Feld, da steht Beruf. Und der Hermann Köhler war, als der Ausweis ausgestellt wurde, nämlich am 26. April 1941, Kaufmannslehrling. Darunter folgen zwei Kästchen, unveränderliche Kennzeichen sowie veränderliche Kennzeichen. Also in beiden Fällen steht dort fehlen. Keine Ahnung, ob dort, was dort eingetragen werden soll, also was man jetzt da an Kennzeichen ausmacht. Bemerkungen, das Feld steht leer. Dann folgt ein Lichtbild. Da ist er, der schmucke Hermann mit zwei Fingerabdrücken, rechter Zeigefinger, linker Zeigefinger. Das Ganze dann gesiegelt. Hier nochmal mit einer Öse, mit einer Metallöse gestanzt. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal, die Unterschrift des Kennkarteninhabers. Ausstellungsort, Ausstellungsdatum und die Unterschrift des ausfertigenden Beamten. Ja, hier keine weiteren Eintragungen, vorne NS-Symbolik und wie gesagt eine ganz dünne kleine Pappe. Wir haben natürlich die typische NS-Symbolik, das Hakenkreuz und den Adler vorne mit drauf und man sieht dann auch bei einigen, die dann den auch nach dem Krieg behalten haben. Natürlich, man braucht ein Ausweisdokument und die das dann unkenntlich gemacht haben, weil man eben Angst hatte vor Sanktionen oder sich damit nicht identifiziert hat oder was auch immer. Ja, sieht man dann hier, wurde so zum Hakenkreuz dann mal so ein Fensterchen gemacht, hier übermalt, hier ebenso. Da gab es einen offiziellen Aufkleber rüber oder man hat komplett das Ganze schwarz gemacht. So, ja, diese Dokumente. Und dann schauen wir doch jetzt mal, wen wir alles dabei haben. Wir haben eine Frieda Selig, geboren am 2. Februar 1875 in Mühlhausen. Der Hahn kräht, einen Ausweis zusammen mit einem Arbeitspass. Hermann Missmal steht dort oben. Mal sehen, ob das auch der Herr ist, dem der Ausweis gehört. Ja, kann ich jetzt nicht so schnell entziffern. Ja, Missmal haben wir hier auch. Hermann Wilhelm Gerhard. Hermann, der Rufname, geboren 4. März 1891 in Duisburg, Ruhrort. Da ist er. Was haben wir hier? Ein Ausweis aus Leipzig. Ah,
Heißel, mit Z, Alfred Fritz Heißel, geboren am 15. Februar 1908. Die nächste Kennkarte. Das ist gut lesbar. Konrad Emil Henry Remstedt, Konrad der Rufname, geboren am 30. Oktober 1880 in Hamburg, Schiffszimmerer von Beruf. Und wieder kräht der Hahn, der nächste Ausweis. Aus Rochlitz in Sachsen, Fiedler, Paul Heinz. Heinz der Rufname, 31. März 1924 geboren. Kann das Ottenhain sein? Sieht so aus. Auf jeden Fall ausgestellt in Rochlitz. Mit Foto, Unterschrift und ja, Fingerabdrücken. Die musste man damals wohl auch abgeben in den Ausweis rein. Da ist er. Die nächste Kennkarte. Ausgestellt in Korneuburg für eine Dame. Ausgestellt 1942 am 8. Juli. Und die Frau heißt Spahn. Eine Frau Spahn, geborene Hens, würde ich meinen. Geboren ist sie in Seifenberg am 16. Januar 1912. Die nächste Kennkarte. Eine Frau Herzer. Elsa. Paula. Elsa, der Rufname, 21. November 1904, geboren in Röblitz, Kreis Saalfeld. Von Beruf Hausfrau. Ja, stimmt, der Beruf bzw. der Stand, der wurde dort auch noch mit eingetragen. Ausgestellt 1940. Eine Kennkarte mit einem Siegel vorn drauf. Wieder eine Dame. Das ist die Ilse Hermine Glatz, geborene Glatz. Ja, der Geburtstag 8. September 1913 und ausgestellt ist das Dokument in Neustadt. Geboren in Neuenfels. Gibt es so einen Ort? Neidenfels. Neidenfels, Kreis Neustadt. Sieht ganz danach aus. Der nächste Ausweis. Der letzte heute, nämlich der 10. Das ist eine Kennkarte ausgestellt auf eine Anna Auguste Köhler und geborene Lösche, sehe ich. Lösche da oben. Ja, wenn man dann mit der Schreibweise nicht so ganz klarkommt, die in dem Ausweis zu lesen ist, dann kann man manchmal nochmal auf die Unterschrift gucken. Das kann eine gute Hilfe sein. Also je nachdem, was besser lesbar ist, ne? Geboren am 7. Januar 1872 und ausgestellt wurde das Dokument am 14. Dezember 1940 in Leipzig. So, damit bin ich dann durch mit der Vorstellung von alten Ausweisdokumenten. Ich hoffe, ihr fandet es etwas interessant und sollte dort ein Name dabei gewesen sein in meiner Auflistung, von dem ihr meint, der könnte andere Ahnenforscher interessieren oder gar euch selbst, dann teilt das doch bitte. Vielen Dank dafür und viel Erfolg und Spaß weiterhin bei euren Forschungen.